Ja, meine Lieben, ich sage mal guten Morgen und herzlich willkommen hier an dieser wunderschönen alten, verlassenen Kirche. Ich mache jetzt auch mal die Tür hier zu, damit es auch wirklich verlassen bleibt. Wir haben hier einen Zugang gefunden, durch den wir die Kirche betreten können. Wir werden jetzt hier durch die Lüftungsanlage das Ganze mal uns genauer anschauen. Leute, habe ich heute Morgen noch gedacht, ziehst du deine Arbeitssachen nicht an und jetzt bin ich doch schon wieder eingesaut bis zum geht nicht mehr. Aber über uns ist die Kirche. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt tatsächlich durch den Lüftungsschacht in die Kirche eingedrungen. Die ganzen anderen Türen von außen, die sind alle versperrt. Aber hierdurch hat es wunderbar geklappt. Kommt mal mit. Ja, hier befinden wir uns jetzt in der Technik. Von hier aus wurden die Glocken gesteuert. Ich drücke mal drauf. Ah, nichts funktioniert, okay. Sicherungen. Hier noch wahrscheinlich für die Sprechanlage. Ja, wenn der Priester, oder wer spricht hier immer? Priester, Pastor, wenn der gesprochen hat, wurde seine Stimme darüber verstärkt. Und hier der Fluchtweg. Ja, hier haben wir jetzt ein sehr schönes elektromechanisches Bauteil gefunden. Ja, hier sind solche Motoren drin, die diese Zahnräder antreiben. Und hier seht ihr diese Pinne, ja? Die betätigen hier diese Schalter. Und da vermute ich, dass darüber das Glockenspiel gesteuert wurde, wie die Glocken klingeln. Damit konnte man vielleicht Melodien spielen. Ja, die Glocken klingeln ja sonntags anders, als wenn einer gestorben ist. Ja, und dafür ist das wohl. Irgendwie unterm Dach. Was diese Hügel hier sind, ich habe keine Ahnung. Das ist ein ziemlich weiches Material, fast schon wie Baiser, das zerbröselt. Ja. Da hinten gibt es zwei weitere von diesen Dingern. Und ja, aber es geht ja noch weiter hoch und ich hoffe, dass wir da die Glocken uns anschauen können. So, jetzt sind wir noch eine Etage höher gekommen. Hier sind noch größere Bögen. Also ich vermute, das sind diese Kirchenschiffe, so heißen die ja, diese Wölbungen, die man innen drin sehen kann. Ja, und hier geht es jetzt noch eine Holztreppe hoch. Ja, hier ist jetzt auch ein offenes Fenster in diesem Dachstuhl. So, wagen wir mal einen Blick nach draußen. Boah, klasse. Und wir sind immer noch nicht ganz oben. Da ist der Glockenturm, das sind noch ein paar Meter. Da fährt ein Auto. Ja, die kommen, glaube ich, auch besichtigen. Das sind irgendwelche Holländer. Ja, schönes Panorama hier. Ja, das sind keine Holländer, das sind ja auf jeden Fall gelbes Kennzeichen. Ja, Freunde, also es scheint kein Ende zu nehmen. Hier geht's noch eine Leiter nach oben.
So, das nimmt ja immer noch kein Ende. Da ist die nächste Leiter. Ich spüre auch richtig den Luftzug wieder. Es ist richtig windig, hat auch angefangen zu regnen. So, ich stehe hier auf dieser wackeligen Leiter. Ja, ich versuche mit einer Hand jetzt. Oh, das so eine gute Idee ist. Boah, das wackelt aber, mein lieber Mann. Okay, weil da geht es noch eine Leiter hoch. So, Freunde, bin ich jetzt tatsächlich unter der Spitze des Kirchturms. Glocken haben wir leider bisher keine gefunden. Ja, und noch richtig eng hier oben. Ich kann mich kaum drehen hier. Aber hier kann man noch eine Luke aufmachen. Und dann haben wir diesen fantastischen Blick über die Weiten. Oh, ein Hinweis. Was könnte das sein? Da hinten ist ein Tagebau. Braunkohleabbaugebiet. Ich sehe ein paar Bagger, Schaufelradbagger. Ja, Leute, hier auch richtig toll. Nochmal der Blick nach draußen. Hier könnte man sich problemlos mit einem mächtigen Sprung in den Tod stürzen. Ich würde es mal versuchen. Ja, das ist schon ganz schön hoch. Schätzungsweise, also 20 Meter werden das sein, 25 Meter. Toll, richtig toll. Ja, und eine Etage tiefer, da vermuten wir, dass hier die Glocken sich befunden haben. Denn man sieht hier im Boden, sind diese Schienen eingelassen, wo dann wahrscheinlich irgendeine Konstruktion aufgebaut war, an der die Glocke hing. Sind natürlich rausgenommen, haben wahrscheinlich historischen und auch materiellen Wert, wenn die aus Bronze sind. Ja, die wurden aus Bronze gegossen, haben die schon richtig materiellen Wert. So, Leute, wir haben uns jetzt hier einen Wolf gesucht, um in den zweiten Turm reinzukommen. Von unten gab es keinen Zugang. Jetzt sind wir aber nochmal in diesem Gewölbe-Dachboden hier. Und hier gibt es ein Fenster, das lässt sich öffnen. Und man kann über das Dach in den zweiten Turm gelangen. Ja, meine Lieben, und hier zeigt sich jetzt auch, wieso wir in diesen Turm nicht reingekommen sind. Hier gibt es so einen Zugmechanismus, das ist ein ziemlich schweres Gewicht. Ja, damit kann man diese Klappe im Boden aufziehen. So, wenn du nochmal reinfilmen willst, da steht man dann wieder in dem Kirchenraum. Da gibt es auch keine Treppe und keine Leiter. Da musste man vielleicht früher mit einer anderen Leiter sich behelfen. Ja, machen wir mal wieder zu. Ja, Freunde, hier pfeift der Wind. Ich hoffe, man versteht mich jetzt. Es schneit sogar. Ich finde es einfach Wahnsinn, dass gesamte Ortschaften wie diese hier, die werden einfach aufgrund des geplanten Braunkohleabbaus umgesiedelt, abgerissen und ganze, die Erinnerungen von Generationen an ihre Heimat werden einfach ausgelöscht. Die Leute werden umgesiedelt. Unglaublich. Schwer nachzuvollziehen. Ich bin froh, dass Köln nicht auf Braunkohle gelagert ist. Ja. Okay, jetzt gehen wir aber auch mal wieder runter und dann war es das auch gleich. Ja, meine Lieben, das war dann auch die Besichtigung dieser wunderschönen alten Kirche in diesem Geisterdorf am Rande des Braunkohletageabbaugebietes. Das Geisterdorf selber, das habe ich jetzt nichts, haben wir nichts Tolles, Interessantes gefunden. Das war die Hauptattraktion hier. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Da sieht man unser Auto stehen, sehr schön. Das ist noch nicht vom Bagger entsorgt worden. Filmst du? Ja, sicher. Ja. Okay. Bin ich drauf? Ja. Ich bin drauf. Du bist drauf. Du hast den Bildschirm jetzt gar nicht an, oder? Ja. Ja. Läuft schon? Ja. Ja, klar. Ja, läuft. Ja. Geil. Ja, hier haben wir jetzt ein sehr schönes elektronisches. Nein. Läuft.